Diese trigonometrische Gleichung, die wir schon im vorigen Tutorial gelöst haben, werden wir jetzt auf eine trigonometrische Grundgleichung zurückführen mit der sogenannten Klein-t-Methode. Wenn man Klein-t gleich Tangens x halbe stellt, dann kann man daraus schließen, dass der Sinus von x gleich ist zu 2t geteilt durch 1 plus t Quadrat und der Cosinus von x gleich ist zu 1 minus t Quadrat geteilt durch 1 plus t Quadrat. Um t gleich Tangens von x halbe stellen zu dürfen, müssen wir sicher sein, dass x nicht pi plus 2kp ist. Denn wenn x pi plus 2kp ist, dann gibt es den Tangens von x halbe nicht. Also überprüfen wir zuerst, ob diese Winkel nicht eventuell Lösungen dieser Gleichung sind. Wir ersetzen also x durch pi plus 2kp, der Cosinus von pi, das ist minus 1, der Sinus von pi ist 0 und minus 1 plus 0 plus 2, das macht nicht 0. Also sind diese Winkel sowieso nicht Lösungen dieser Gleichung. Also können wir stellen t gleich Tangens von x halbe. Somit können wir also Cosinus von x ersetzen durch diesen Bruch und Sinus von x ersetzen durch diesen Bruch. Dann tun wir das. Ist gemacht. Jetzt machen wir alle Brüche gleichnamig und multiplizieren diese Gleichung dann sofort mit diesem gemeinsamen Nenner 1 plus t Quadrat. So erhalten wir diese Gleichung. Diese Gleichung wird dann noch leicht verwandelt in diese da und somit erhalten wir eine Gleichung zweiten Grades in klein t. Die Diskriminante dieser Gleichung ist gleich 0 und somit hat diese Gleichung zweiten Grades als einzige Lösung minus Quadratwurzel von 3. Wir wissen also, dass klein t minus Quadratwurzel von 3 ist. Das heißt, dass Tangens von x halbe minus Quadratwurzel von 3 ist. Aber minus Quadratwurzel von 3, das ist genau der Tangens von minus pi Drittel. Und somit haben wir durch dieses klein t-Verfahren unsere trigonometrische Gleichung auf diese trigonometrische Grundgleichung zurückführen können. Die Auflösung dieser Grundgleichung sieht so aus. Wir deuten, Tangens vom ersten Winkel ist Tangens vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zum zweiten Winkel plus k mal pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen erkennt man sofort im trigonometrischen Kreis. Diese Lösungen übertragen wir auf unsere Gleichung und finden somit, dass x halbe gleich ist zu minus pi Drittel plus k mal pi. Diese Gleichung multiplizieren wir noch mit 2 und finden so diese Lösungen zu dieser trigonometrischen Gleichung. Wir zeichnen diese Lösungen noch im trigonometrischen Kreis ein und stecken sie sofort in die Lösungsmenge hinein. Wir vergessen aber nicht zu vermerken, dass k eine ganze Zahl sein muss. Bemerkung: Selbstverständlich finden wir dieselbe Lösungsmenge wie im vorigen Tutorial. Und unsere Übung ist beendet.